Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vagrant Story. Wir stehen hier, ich habe gespeichert und wir werden jetzt mal gucken, ob die immer noch so schwach sind oder nicht. Wenn nicht so schwach sind, sondern... Ich ahne, dass die jetzt auch sich geheilt haben. Ich finde das aber nicht gut. Wenn sich Gegner heilen, ist das gemein. Das macht mir ja mal gar keinen Schaden. Ich sehe nichts, Leute. Mist. Ach, die heilen sich doch eh nur. Wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Heilung. Wir müssen doch hier mal wegkommen, endlich. Wie sind jetzt die östliche, nordöstliche? Kontraspruch. Okay. Hat sich wahrscheinlich jetzt überschnitten. Klappt halt auch nicht immer. Ich glaube, wir holen mal lieber. Hier kriege ich wenigstens mehr Heilung raus. Human ist halt doof. Aber der hat halt voll viel Licht. Oh. Seelenkuss hat viel mehr. Wir nehmen. Das. Da ist der Heileffekt am größten. Lass mich nicht im Stich. Ja. Ist zu schnell. Ich hab's gespürt. Ich hab's gespürt. Es war zu schnell. Kann das sein, dass sie noch geschwächt sind? Wieso ist denn der andere zu schnell umgefallen? Ich war echt langsam. Oh, ich war echt langsam. Zu schnell. Ich war zu schnell.
Danach nehme ich Wulong auf, da wird nur draufgehauen. Okay. Ich hab's gemerkt, wie es zu schnell war. Der will aber auch nicht sterben, der eine, gell? Also beide. Scheiße. Ich sag's mal so, meine Taktik ist ganz schön bescheiden. Zum Glück habe ich nochmal gespeichert. Kescherbrücke. Habe ich schon dieses Zeug von dem anderen Großen nicht gekriegt und jetzt machen wir die drei Hampelmänner hier. Probleme. Fangen direkt mal an damit. Und wir bleiben direkt hier vorne stehen. Wenn es bremsig wird, gehen wir zurück. Zum Beispiel so. Das war zu früh. Ja, ich weiß. Ey, meine Reaktion ist gerade so völligst im Eimer. Ich will die aber auch nicht machen, weil die sind halt da. Ja, natürlich. Der kommt von hinten vorgerannt und tricht mir eine vor den Schädel. Ich muss aber sagen, ich bin trotzdem sehr froh darüber, dass ich keine Endgegner folge. Obwohl, vielleicht wären Endgegner uns doch besser. Ich glaube, ich mache mir heute vor dem Schlafen gehen. Kakao. Gucke da, eine Faktorei. Damaskus? Schmelzhütte. Okay.
Haben wir irgendwas zum Demontieren? Eigentlich nicht so, oder? Ich könnte aber was hier lassen. Okay, davon muss auf jeden Fall was weg. Stahlschiene ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, die Silberkette können wir wegtun. Das ist halt Evil 5 und Untot. Eigentlich brauchen wir die doch. Verdammt. Die hat halt Wind. Och, was ist das denn? Na, das ist ja super. Ui. Eine Stahlschiene. Okay, Titanschuhe können weg. Leg ihn jetzt da rein. Ich hoffe nicht, dass ich das irgendwie... Mal Schwanenbrosche. Ja. Was habe ich denn zum Rausnehmen? Wir könnten da... Das hier könnten wir eigentlich alles klein machen. Aber wenn ich das alles klein mache... Mixerspieß.
Doch, hier habe ich schon eine Kampfaxt. Roten Stock. Ja, die Stöcke können eigentlich auch weg. Siebter Himmel. Das da. Tuva Frisch. Jetzt habe ich voll, oder? Ja, ich habe voll. Fäustlinge. Kommen auch raus. Kann ich auch gleich machen, oder? Eins kann ich noch. Hier, ich habe zwei Kettenhauben. Die sind sogar völlig identisch. So, wir haben eine neue Faktorei. Wir sind gewandert. Vom Zündofen zu... Schmelz, was auch immer. Verdammt. Ach, ich kann das gar nicht. Kombinieren? Was kann ich? Komm, wir kombinieren mal was. Rüstung. Wir nehmen mal irgendwas, was wir sowieso nicht brauchen. Wir nehmen mal... Ich kann nichts kombinieren. Was passiert dann? Also scheinbar nichts, auf jeden Fall. Das ist jetzt doof. Ich habe jetzt ernsthaft gedacht. Dass wir auch irgendwie das mit der Rüstung machen können, aber leider nicht. Kam ich nur auf die doofe Idee. Dann tun wir das ganze Zeug halt da rein. Nein, wir heilen uns erstmal ganz kurz. Nochmal. So. Ja. Die sind Licht, aber auch Mensch. Warum funktioniert das mit dem Mensch nicht? So, hineinlegen. Wir wollen etliches hineinlegen. Und zwar...
fällt gerade auf, wenn ich mir daraus was machen wollen würde, dann muss ich das ja immer hin und her speichern. Oh Gott. Ich glaube, die Kettenhaube wollte ich auch reintun, oder? Schmelz, was auch immer. Nicht Schmelzofen oder so? So, kann man hier irgendwas finden? Wir waren ja mal in sowas und hier gab es irgendwas zu finden. Ne? Nö. Blöd. Wie komme ich hier wieder weg? Ich würde mich verlaufen. Zu früh. Ach. Hast aber Glück, dass zu schnell ist alles, was ich hier tue. Wir könnten jetzt mal so ein Grimoire nochmal machen. Wir sind ja jetzt fast voll, wir haben uns jetzt geheilt und wenn ich mich aus Versehen wieder selbst treffen sollte, was ich nicht hoffe, dann sterben wir wenigstens nicht sofort. Ich versuche das zu verstehen. Aber das habe ich letztes Mal schon nicht verstanden. Explosion Level 1. Explosion Level 1 hat er gelernt. Oh, jetzt habe ich, kann ich glaube ich nichts mehr lernen, oder? Er ist kostet 10. Du willst aber wissen hier mit deinem komischen Zeug. Lass mich mal in Ruhe damit. Au! Lass mich hier rein. Lass mich fliehen. Damaskus. Ach so, ich kann mich nicht mehr heilen. Ja gut, aber wenigstens habe ich 2 Grimoires gelernt. Hä? Das ist doch mal schon mal was. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch... Warte mal, geht's hier eigentlich weiter? Geht's denn hier weiter? Also wir haben noch 2 Workshop, ja. Interessant, dass der Workshop steht. Hier brauchen wir 2 unlockable Riegel. Ach, schön. Okay, warte mal, wir müssen mal drehen. Das ist gelockt. Okay, aber das ist unlockable. Fitzranenweg. Okay, aber hier haben wir noch 2. Okay, da schreibe ich mir jetzt alles mal demnächst auf.
Jetzt gleich, ich schreibe mir das auf. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.